Wir kommen gleich zum nächsten Referenten, und zwar Matthias Küpurz. Er wird vorstellen das Projekt Wohnen am Riedpark in Schlieren, das das Büro Steibgemühle Gschwendtner Küpurz realisiert hat. Matthias studierte nach einer Bauzeichnerlehre an der FH in Winterthur. 2005 kam er dann zu Jakob Steib, 2010 zu dem Büro Steib und Gschwendtner, und dann seit Anfang 2020 ist er Partner in dem dann ja vereinten Büro Steib, Gmür, Gschwendtner, Küpurz in Zürich. Danke. Jetzt haben Sie es genug manchmal gehört. Gut. Ein Wohnhaus in Schlieren, in seiner Volumetrie durchaus städtisch. Der Wohnblock soll aber nicht nur im Maßstab urban sein, sondern auch in seinem Geist. Die gefragte Dichte sahen wir als Chance und nicht als Handicap. So schafft Dichte Raum für große Gesten. Am Anfang war die Industriebrache. Vor genau 20 Jahren begann die Transformation der nördlich vom Bahnhof Schlieren gelegenen Gebiete, Ferbi-Areal und dem anschließenden Areal der früheren Leimfabrik Geistlich. Es soll ein neues Stück Stadt entstehen. Als Ausgangslage dieser urbanen Transformation dienten die beiden Gestaltungspläne für das Ferbi-Areal von Galli Rudolf mit Andreas Geser und das Geistlich-Areal von EM2N mit Schweingruber Zulauf. Das zentrale Parkband bildet bei beiden Arealen das Rückgrat und verbindet diese. Das grüne Band wird gefasst von großen Stadtbausteinen, welche nördlich und südlich angelegt sind. Ein solcher Stadtbaustein, 100 Meter lang, 50 Meter tief und 8 Geschosse hoch, waren auch die Grundlage für den 2015 stattgefundenen Wettbewerb. Aber wie wollen wir an diesem Ort wohnen? Das war unsere Frage. Wir haben uns Bildern bedient, die man vorhin gesehen hat, vom Garten der Künste von Burle Marx und Oskar Niemeyer in Brasilia oder dem Kulturzentrum in São Paulo. Schlussendlich gebaut haben wir ein Haus mit 202 Wohnungen, 10 Treppenhäusern, einer Adresse, 2 Höfen und einem Pool auf dem Dach. Eine Hoflösung ist in Bezug auf die Bautiefe naheliegend. Das 100 Meter lange Haus ermöglichte zudem die Setzung eines Querriegels. Dieser liegt leicht azentrisch und bildet 2 unterschiedlich große Höfe. Die Hofräume werden dank ihrer veritablen Größe als kleine Parks verstanden. Diese sind von den Landschaftsarchitekten Baljana Schubert unterschiedlich gestaltet und von jedem Treppenhaus aus optimal zugänglich. Als Ergänzung zu den Höfen besteht für die Bewohner ein weiterer Freiraum, der Pool auf dem Dach. Dieser ist eingebettet in holzbeplankte Liegeflächen und umgeben von weißen Well-Eternit-Platten. Der Blick geht Richtung Himmel, die Ferien sind ganz nahe und man fragt sich, Wellnesshotel oder Wohnhaus? Das Haus, gelegen zwischen Riedpark und Brandstraße, tritt unterschiedlich in Erscheinung. Die exponierte Südfassade in Richtung Park ist geprägt durch eine Abfolge von Loggias. Diese sind neben Außenraum auch Filter zwischen Park und privater Wohnung. Die farbigen Stoffmarkisen lassen erahnen, dass es im Inneren ganz schön bunt werden kann. Die Fassade auf der Nordseite wird gezeichnet durch die auskragenden, versetzt angeordneten Balkone. So gelingt es, die Morgen- und Abendsonne optimal einzufangen. Ein Großteil der Fassade ist als hinterlüftete Metallverkleidung ausgeführt. Die Farbgebung mit den nachtblau eloxierten Wellblechen und dem Bausilber gehalten in den Balkonen und Bändern. Aber als eigentliche Herausforderung sahen wir die Erschließung. Wie bekommt ein Haus mit einer Bautiefe von 50 Metern und lediglich einer Erschließungsseite eine gute Adressierung? Unsere Antwort auf diese Frage war eine zentrale Halle inmitten dieser beiden Höfe. Von dort aus gelangt man in alle 10 Treppenhäuser und hat eine maximale einen maximalen Begegnungsraum. Die 10 Treppenhäuser bilden nicht ein anonymes Nebeneinander, sondern verschmelzen zu einem Haus. Mit kumulierter Erschließung der 200 Wohnungen ist räumliche Großzügigkeit möglich. Farbe erzeugt Individualität.
Zusammen mit dem Künstler Peter Rösch ließen wir es bunt werden. So bekam jedes der 10 Treppenhäuser eine Leitfarbe. Diese holt die Bewohner und Bewohnerinnen im Erdgeschoss ab und führt sie nach oben. Die dunkel gehaltenen Eingangsbereiche machen maximalen Kontrast und lassen die Farben leuchten. Die gegen oben kleinräumiger werdenden Treppenhäuser werden durch weitere Farben ergänzt. Die Farbe spielt mit dem Raum und der mexikanische Farbrausch wird nahe kommen. Die Erschließung verstehen wir als Begegnungsraum. Die Farben sollen Freude machen, Identität schaffen und zur Orientierung helfen. Jetzt bin ich jetzt schnell gewesen. Gut, jetzt geht es weiter. Kommen wir zum Koffer. Genau. Ein vollgepackter Koffer. Für jeden Anlass das passende Kleidungsstück. So sehen wir auch unser Haus. Dicht gepackt, unterschiedliche Grundrisse, sozusagen für jede Lebensidee eine passende Wohnung. Die Wohnungsgrößen variieren zwischen 2,5 und 5,5 Zimmer, aber es ist nicht ein Zimmer mehr oder weniger, die den Unterschied machen, sondern es geht darum, Wohntypologien oder verschiedene Wohntypologien anzubieten. So findet man die klassische, vom Korridor aus orientierte oder organisierte Wohnung, die Wohnung mit Rundlauf, die Wohnung mit einem zweigeschossigen Wohnzimmer und so weiter und so fort. Vielfalt war das Prinzip, das wir gesucht haben. So bekommt jede Wohnung eine eigene Raumgeografie und spricht unterschiedliche Menschen an. Dies bewahrt vor Homogenität. Jetzt sind wir am Schluss. Ein neues Stück Stadt ist entstanden. Und wir fragen uns, warum in der Stadt wohnen, wenn es auch in Schlieren durchaus nach Stadt riecht. Vielen Dank.